Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie wir Slime machen. Und zwar, ich habe euch ja in meinem letzten Video schon gezeigt, wie ihr Slime aus Duschgel macht. Und heute machen wir das Ganze mit Spüli. Und dazu braucht ihr halt Spüli. Ich nehme das von Priva Ultra Sprühmittel Konzentrat. Dann Speisestärke und eine Schüssel plus einen Löffel. Und dazu, also in die Schüssel geben wir erstmal, wenn das Spüli raufkommen würde, etwas Spüli. Nur ein bisschen, also ihr könnt das nicht so gut erkennen, weil es halt blau ist, aber ihr seht es ja ein bisschen. Falls ihr euch fragt, warum diese Schüssel so dreckig ist, das kann ich euch erklären. Das ist noch von meinem letzten Video. Ja, und ich habe es noch nicht ganz geschafft, diese Schüssel sauber zu machen, weil ich diese Schüssel eigentlich sonst immer für meine Videos nehme. Deswegen habe ich sie jetzt genommen. Und dann brauchen wir etwas Speisestärke. Das Spiegel können wir erstmal zurückstellen und machen dann erstmal einfach so nach Gefühl. Also ich habe das bei meinem anderen Video auch nicht gemacht. Doch, bei meinem anderen Video habe ich das nach Maß gemacht. Aber irgendwie ist das nicht so geworden, wie ich das erste Mal das gemacht hatte. Ich kann euch jetzt zeigen, einmal, wie das erste geworden ist, was ich, also das ich gemacht habe. Das habe ich aber einmal probeweise gemacht, ohne es halt zu zeigen. Und zwar, ich habe das in der kleinen Schüssel hier. Und das ist halt das erste, also dieses erste. Muss ich einmal kurz etwas weich kneten. Weil ich das jetzt schon etwas länger nicht benutzt habe, das habe ich jetzt schon länger mal in der Schüssel, aber ich habe bis jetzt noch nie dazu Zeit gefunden, das Video auch mal zu drehen. Deswegen, also es riecht halt nach Spüli. Entweder könnt ihr natürlich so Spülmittel nehmen, das richtig gut duftet, zum Beispiel nach Pfirsich oder so, hatte ich auch mal. So, also jetzt kann man das so ein bisschen ziehen. Also es ist jetzt halt etwas hart. Es ist bestimmt jetzt irgendwie schon so 3 Wochen alt oder so. Bei mir zumindest. Das lege ich ja erstmal zur Seite. Lege ich mal hier hin so lang. So, mixen wir mal hier weiter. Und bei mir ist das Ganze jetzt etwas bröselig. Also jetzt nicht so, ihr seht das ja, noch nicht so richtig fest. Deswegen gebe ich jetzt einfach noch mal etwas Spüli hinzu. Naja, da ist jetzt nicht mehr ganz so viel drin. Deswegen dauert das etwas, bis das Spüli sich mal endlich nach unten begeben hat. So, ich lasse das jetzt mal so. Erstmal. Das mixe ich dann jetzt wieder. Also irgendwie, also habe ich irgendwie so herausgefunden oder irgendwie so das Gefühl, meine Speisestärke besteht aus 100% Maisstärke. Dazu werde ich auch nochmal ein ganz krasses Video machen, das ich auch im Internet gefunden habe, dieses Rezept. Also alle Rezepte. Also dieses habe ich nicht im Internet gefunden, das habe ich mir so selber ausgedacht. Deswegen, ihr seht ja, es hat ja schon einmal geklappt, also sollte es das zweite Mal auch klappen. Und das ist jetzt etwas schleimig schon. Aber das ist halt wie weiche Butter, habe ich in meinem letzten Video auch gesagt. Halt sehr, 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 sehr weich. Ich mach da jetzt mal ein bisschen mehr Speisestärke hinzu, weil ich noch eine andere Idee habe. Die meisten Leute nehmen ja, um ihr Slime fluffiger zu machen, Rasierschaum oder Bilou. Und ich mache das Ganze auch jetzt mal mit Bilou. Mal gucken, ob das so fluffiger wird. Also, ich habe das jetzt wieder so bröselig gemacht. Ich hole mal einmal kurz das Bilou. Und zwar nehme ich hierzu wieder mein Chocolate Cupcake. Das schüttel ich einmal. Mach da so ein bisschen rein.
So, das sollte, glaube ich, schon reichen, weil es ist nicht die große Menge. Oder die größte Menge, die ich heute habe. Ich habe nicht so viel. Mal gucken, ob das irgendwie sowas ändert. Und ob das Ganze fluffiger wird. Als das erste. Sozusagen. Falls ich frage, wieso ich ein bisschen huste, ja, ich bin etwas erkältet. Aber das stört nicht weiter. Falls ihr euch fragt, warum in den, also in, ich sage das jetzt schon mal vorab, in den nächsten Wochen, na, kann noch ein bisschen Spiele und Blumen rein. In den nächsten Wochen werde ich wahrscheinlich keine Videos mehr drehen, weil ich nämlich da in den Urlaub fliege und wahrscheinlich keine Zeit habe, Videos zu drehen. Ich schaue mal, wie ich das hinkriege. Aber ja, ich schaue einfach mal. Ich werde euch auf jeden Fall auch eine Roomtour zeigen. Von unserem Hotelzimmer. Jetzt ist es zu schleimig. Tut mir wieder ein bisschen. Das war, glaube ich, zu viel Speisestärke. Naja, egal. Ja, war ein bisschen zu viel. Ich werde jetzt einmal kurz schnell die richtige Konsistenz mixen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also, ich habe jetzt mal immer wieder etwas weiter geknetet und weiter reingerührt und immer mal wieder Spüli und Bilou dazugegeben. Und jetzt ist es richtig fluffy. Also, es ist so richtig fluffy. Halt. Hier ist noch ein bisschen Speisestärke daneben gefallen. Das würde ich mal einmal kurz aufsammeln. Wir wollen ja nichts verschwenden. Richtig. So, den Rest einmal aufsammeln. So. Und jetzt seht euch mal den Unterschied an. Das ist das Spüli. Und das ist das fertige Ergebnis. Also richtig hell geworden. Und es ist jetzt genauso wie das andere. Und miteinander knete. Wo ist hin? Hier. Und es hat jetzt genau die gleiche Farbe wie diese Knete hier, die ich schon etwas länger gemacht hatte. Und sie ist richtig schön fluffy geworden. Und jetzt knete oder verknete ich das Ganze. Mal schauen, ob ich da irgendwie so eine. Ob ich das vielleicht so verkneten kann, dass das wieder normal ist, also so fluffig ist. Tue ich mal einmal hier auf dem Tisch. Also es klebt, naja, etwas an den Händen. Aber eigentlich geht es ganz gut. Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass es in den nächsten Tagen keine Videos mehr kommen werde. Also wir haben jetzt, glaube ich, noch 3 oder 4 Wochen. Ich meine, nur noch 3 Wochen. 3 Wochen, dann haben wir Sommerferien. Und, also in den 3 Wochen könnten jetzt nochmal so vereinzelt ein paar Videos kommen. Aber wahrscheinlich nicht, weil, ja, weil ich einfach dafür keine Zeit habe jetzt noch. So kurz davor, sag ich mal. Was heißt so kurz davor? So, ja, so 2 Wochen, 3 Wochen vor den Sommerferien. Ist halt bei mir immer so etwas stressiger. Aber ich versuche noch Videos zu drehen. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Dafür werde ich, wenn ich aus dem Urlaub komme, wieder ganz viele Videos drehen. Da werde ich auch mehrere Videos an einem Tag hochladen. Falls ihr euch fragt, warum manchmal vielleicht mehrere Videos gleichzeitig online kommen werden. So, also. Das ist jetzt halt mein fertiger, so fluffy Slime.
mit Bilou und Speisestärke und Spüli, ich wollte schon Duschki sagen. Eigentlich ja nur mit zwei Zutaten von Anfang an gemacht. Aber ja, kurze Zeit später im Video doch umgeschwenkt auf doch dann noch mit Bilou, um das fluffiger zu machen. Und hat ja auch eigentlich ziemlich gut geklappt, finde ich. Ich finde, das hat voll gut geklappt. Wenn ihr Bock habt, mehr von diesen Slime-Videos zu sehen oder generell von mehr von meinen Videos, dann würde ich mich freuen, wenn ich. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal zu abonnieren. Und etwas Nettes in die Kommentare zu schreiben. Das würde mich auch sehr freuen. Natürlich könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr Videovorschläge habt, was ich für ein Video drehen soll. Könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Tschüss.